Ja, das ist jetzt eine sehr gute Gelegenheit, um auf dem Plenum oder im Podium auch weiter zu fragen. Also die beiden Fragen, die ich jetzt habe, gehen an Herrn Dr. Feldmann und auch an den Herrn Berle. Vielleicht erste Frage an den Herrn Feldmann. Die Regierung schreibt hier in der Antwort zur Drucksache 16-5548. Ja, eigentlich hat man überhaupt keine Informationen, also wenn man das mal konkretisiert. Gibt es denn wirklich wenig Informationen im internationalen Diskurs oder gibt es Informationen, die abrufbar sind für Inlandsgeheimdienste, für Regierungen, wie auch immer? Was gibt es da an sicherem Material über eine Verfassungsfeindlichkeit, einen Rechtsradikalismus oder einen Antisemitismus? Thank you. I'll just point out, and again, forgive me for responding in English, that the books around you here all... Okay, ich mache das jetzt auf Englisch. Also ganz kurz die Gelegenheit wahrnehmen, die Bücher, die hier vorne liegen, die beziehen sich alle auf den gleichen Punkt. Der Faschismus, gut, der wurde 1945 besiegt. Wir haben liberale Demokratien oder den Kommunismus, die triumphiert haben. Und es gab keinerlei Raum für faschistische Bewegungen, typischerweise, muss betont werden. Das bedeutet natürlich nicht, dass sämtliche Menschen und die Emotionen, die mit dem Faschismus verbunden waren, einfach verschwunden sind. Wichtig ist, dass neue Mechanismen gefunden werden mussten, neue Techniken gefunden werden mussten, um diese Ideen weiter nach vorne zu bringen. Und Herr Boudet hat viel mehr Arbeiten dazu geleistet, als ich je für möglich gehalten hätte. Hat betrachtet, wie der Antisemitismus und ganz besonders die LaRouche-Organisation von einer klaren zu einer kodierten Botschaft gelangt ist. Und das ist hier vorne auch dargestellt. Ich werde einige Techniken vielleicht kurz vorstellen, wenn ich darf, und dann werde ich ein kurzes Dokument vorlesen, das vielleicht alle drei noch einmal klarstellt. 1978 war LaRouche ein ziemlich notorischer Antisemit, jemand in einem Kartell. Zu diesem Punkt gab es einige Techniken, die die Revision des Holocaust, der Judenvernichtung zum Ziel hatten. Also nicht nur die Verneinung oder das Abschwören, dass es jemals passiert ist, sondern es neu zu denken, der Revisionismus. Also die Technik ist ganz einfach. Man bezeichnet seine Feinde als Faschisten und damit greift man ihnen vor und macht es ihnen unmöglich, sich selbst mit den gleichen Namen zu belegen. Metonymie ist ein Begriff, den ich kurz erklären möchte. Das ist, wenn man so will, ein Begriff, der dafür steht, dass man die Juden, das Judentum insgesamt einfach in Verruf bringen will, wo ein Einzelner für alle steht, also ein einzelner Jude, womit aber dann eigentlich die Juden insgesamt gemeint sind. Ich werde ganz kurz etwas vorlesen, was vielleicht klar macht, wie diese Rhetorik sich über die Zeit entwickelt hat. LaRouche schreibt, es ist wahr, ungefähr 1,5 Millionen Juden verstarben als Ergebnis der Nazi-Technologien, starben, weil sie eine minderwertige Rasse waren. Dazu kommen 10 Millionen andere Völker, die auf gleiche Weise umgebracht worden sind. Also wiederum ein Beleg dafür, dass man eben diese Technik benutzt, einen zu benennen, aber eine ganze Gruppe damit zu meinen. Obwohl die Opferzahlen der Juden noch milde waren, verglichen mit den Zigeunern, muss man anerkennen, dass Adolf Hitler aufgrund der Rothschilds, Warburgs und Oppenheimers und anderer finanziellen Interessen, die sich in London kongregierten, an die Macht kam. Die Juden, der Holocaust beweist einfach, dass das Versagen des Nürnberger Tribunals, Yamashacht zu hängen, das ganze Verfahren zu einem Hohn auf die Gerechtigkeit gemacht hat. Die Mörder der 1,5 Millionen oder mehr Juden, die im Holocaust gestorben sind, sind jede Gruppe, jüdisch oder nicht jüdisch, damals oder heute die Politiken, die sich von Felix Rohatyn und Milton Friedman vertreten werden, unterstützen. Und zum Schluss noch, entweder schließt du dich als Jude jetzt der US Labour Party an, um Rohatyn, Friedman, die Mont Pelerin Society zu stoppen, oder du bist implizit genauso schuldig am Tod von Millionen Juden, wie Adolf Hitler es ist. Okay, wir haben jetzt... Gibt es auch aktuelle Belege für Antisemitismus? Gibt es auch neuere Aufsätze? Ist auch da was bekannt, dass man nicht sagen kann, naja, die haben sich vielleicht geändert, das war mal... Also gibt es auch aktuelle Bezüge? Ja,
man kann zwar sagen, dass das alles alte Arten sind zu denken, aber tut mir leid, wenn ich zu schnell spreche. Slow down. Es geht nur um die Geschwindigkeit. Ich werde sehr langsam sprechen. Was geschah, war, dass die LaRouche-Organisation aufgrund ihres offenen Antisemitismus kritisiert wurde. Und was geschah, dass, dann haben sie sich weiterentwickelt. Ich habe also diese Publikationen durchgegangen, ihre vielen Publikationen, und habe geschaut, wie sich das entwickelt. Also 1973 haben sich die Protokolle der Weisen von Zion bezogen, und zwar offen auf, ganz klar auf, benennen sie jüdische Bankiersfamilie, die Rothschilds, die Oppenheimers, Warburgs und so weiter. 1978 sagen sie, dass es eine Verschwörung gibt, und so bauen sie eine Verschwörungstheorie auf. Sie bringen sie zurück auf den Aufstieg der hannoveranischen Familie von George Gelf und wie diese Familie den britischen Thron übernommen haben, die dadurch zu den Hofjuden des britisch-deutschen finanziellen Sektors geworden sind. Dann gehen sie und sprechen sie über die City of London, dann die venezianischen Händler Wucherer, und sie oszillieren hin und her zwischen den venezianischen Bankiers, die Babylonier. Wen meinen Sie denn eigentlich, wenn Sie über die Babylonier sprechen? Sie meinen die Rabbiner. Das haben Sie auch gesagt. Sie sagen, die babylonischen Rabbiner haben das Judentum gestohlen und das als Anhängsel des Christentums entwickelt, was gar keine eigene richtige Religion ist. Sie haben ihre Haltung nicht verändern. Es waren immer die Juden in ihrer Sicht, die in Babylon manipuliert wurden. In Rom, in Venedig, Amsterdam, in der City of London bis hin zur Königin von England. Also sie behaupten heutzutage, dass sie nicht antisemitisch sind, aber sie beziehen sich nach wie vor auf dieselbe Verschwörungstheorie, die genau hierhin zurückgeführt wird. Und das ist die genau durch die Unterdrückung durch finanzielle Märkte operiert. Ich glaube, es ist noch ein sehr wichtiges Statement, das uns Herr Feldmann vortragen möchte. Ja, gerne, natürlich. Eine der Sachen, die wir hier leider finden müssen, was Herr Burley auch gesagt hat, ist der Erfolg, wie diese kodierte Sprache funktioniert. Und es ist nicht nur Antisemitismus, sondern auch Rassismus. Ich denke, das ist auch ein Teil, wie Burley gesagt hat, Teil einer Strategie, einer Verschwörungstheorie und eine ganze Weltsicht, die auf Gut und Böse basiert. Und etwas enger betrachtet, ist es ein Risiko für Individuen, eine Gefahr für Individuen. Also die politische Partei Büso wurde 1994 hier als politische Sekte bezeichnet. Die Technik ist, dass die Mitglieder keine Möglichkeit mehr haben, Alternativen zu hören, außer den Stimmen, außer den Worten, die von LaRouche gesagt werden. Und das ist eben ein Mechanismus, wie Individuen in diesen religiösen Kult getrieben werden. Es geht eben um, wenn ich werde deinen Ort der Sicherheit zerstören, wo du dich normalerweise hin zurückziehen kannst in Sicherheit. Diesen Ort, wohin du fliehen möchtest, physisch wie mental, diesen Ort werde ich zerstören. Das sind Worte von Lyndon LaRouche. Also es gibt vielleicht kein besseres Wort, aber man könnte das Brainwashing nennen. Es ist eine Art, deren Gedanken, deren Psyche zu kontrollieren.